Servus, der Tobi hier. Ich stimme mich heute schon auf die dunkle Seite des Wetters ein, weil wir sind heute in Thüringen und hier hat es eine extrem energiereiche und sehr stark gescherte Luftmasse. Und dort kommt nachher mit aller Macht eine heftige Kaltfront reingezogen, die das Ganze dann richtig heftig heben wird. Es ist großer Hagel zu erwarten, schwere Sturmböen, es kann starke Tornados geben. Beziehungsweise die Wetterexperten tun mit starken Tornados auch rechnen. Und ja, dann schauen wir mal, ob die Macht mit uns ist, ob wir heute geile Zellen filmen können. Jo, dann will ich mal sagen, let's go dominating! Leider ist am 1. August nichts zum Dominieren da. Dort, wo die Apokalypse laut Wettermodelle hereinbrechen soll, nur Schichtwolken und Cumulusketten mit kaum vertikaler Ausdehnung. Keine einzige Gewitterzelle zieht durch. Und sonst bleibt die erwartete Hochrisikozone für Schwergewitter an diesem Tag bis auf einzelne Zellen weitgehend gewitterfrei. Wir dachten schon, wir bekommen heute den totalen Flop ab, doch dann sehen wir Richtung Sachsen eine Quellwolkenkette hochgehen und setzen uns bei Dresden an deren Vorderseite. Daraus entwickeln sich doch noch schöne hochbasige Zellen. Später sind spektakuläre Blitzentladungen einfach nur genial zu beobachten. Verdammt geil, wie diese spinnenartige Entladung aus der Zelle schlägt. Selten so wunderschöne Blitze gesehen. Der 3. August. Diesmal habe ich Heimspiel, denn von Westen her zieht eine kleinräumige, aber Großhagel produzierende Superzelle von Laubheim Richtung meiner Heimatstadt Königsbrunn und weiter Richtung Landkreis Dachau. Zum Glück für unseren Garten schwächt sich der Hot Tower vor meinem Zuhause ab. Für den Lacher des Tages sorgt eine super gescheite Dame. Sie meint, dies ist kein Gewitter. Als Grund soll ich Harp und Chemtrails googeln, um mich schlau zu machen. Auf so viel Dummheit fällt mir echt keine Antwort ein. So, nächste Runde Stormchasing, heute aus dem Südwesten von Polen. Hier sind heute Vormittag schon erste Gewitter durchgezogen. Man sieht es an der Landschaft hinten mir. Es stehen große Pfützen auf den Wegen. Es trieft alles richtig an der Luft. Über mir sieht es hier, dass es richtig heftig durchgesättigt ist. Also die Luftmasse ist hier echt am Anschlag. Und es sind auch nachher wieder aus Süden in dieser Luftmasse heftige Gewitter zu erwarten. Und ja, wir hoffen, dass es dann nicht so wegfloppt wie das Level A3 in Ostdeutschland Anfang des Monats. Jo, dann wünscht uns viel Glück, viel Spaß mit den Aufnahmen, bis später. An unserem ersten Standort brodelt es schon ordentlich, doch bis auf leichte Gewitter wird daraus noch nichts. Beim Blick auf die Wetterkarten wird klar, dass wir weiter nach Osten müssen. Erste Schwergewitterformationen in Form eines massiven Eisschirms zeigen sich über der Landschaft. Jetzt wird es ernst. Wir stehen nordöstlich von Breslau. Beim Blick Richtung Süden kommt eine moderate HP-Formation angezogen. Dazu immer wieder typischer Schwergewitterdonner aus dem Eisschirm über uns. Man sieht auch schon schön, dass der Sturm ordentlich nach Nordost ausschert. Die Hauptströmung kommt aus Südost. Wir verlassen unseren Standort, weil das Ding ist schnell. Jetzt haben wir noch gut Abstand zum Zentrum. Hier sieht man, wie es zwei Versorgungsbänder von Norden her in Richtung des Mutterschiffs führt. Über den kalten Wind am Boden, der gerade aus West kommt, saugt es darüber massivst Luft an. Unter dem Gewitter ist es jetzt richtig finster, sodass man das Licht der Autoscheinwerfer auf der Straße sieht. Das schaut auf dem Video jetzt alles nicht so heftig aus. Aber diese Lichtstimmung in live, da muss über der Wolkenbasis, über uns, was ganz heftig zusammengebraut werden. Die 2 Kilometer haben wir nur bis zur Autobahn. Doch die Zelle ist so schnell, dass wir uns schon wieder direkt unter der Aufwindbasis befinden. Eine blendend helle Entladung kracht aus dem Monster raus. Ich gebe Vollgas, um wieder an die Vorderseite zu kommen. Die Ausmaße der mächtigen Gewitterzelle sind einfach nur gigantisch. Vor uns die scharfe Kante des gewaltigen Eisschirms. Und beim Blick nach Süden die Wolkenbasis bis hinter den Horizont. Ich erwarte, dass wir schon ein bisschen Formation bekommen, weil das schaut mir nach etwas schneller Clusterbildung aus. Doch dann erreichen wir die Vorderkante des Aufwindes. Und das gibt es nicht. Was geht hier ab? Da hängt eine fette Monster-Shell vorne dran. Mehr passt gar nicht in die Luft über der flachen Landschaft. Ein Traum hier zu chasen.
Mamaten hängen unter dem Eisschirm, an dem Blitzentladungen entlang wandern. Dann kommt eine Abfahrt. Der Standort hier bietet perfekte Sicht auf ein Monster, das im besten Reifestatus auf uns zuzieht. Hier kannst du gleich unten rechts rein. Perfekt. Ja, okay. Das ist ein bisschen mehr. Ja, ich fahre jetzt nicht geradeaus, da gibt es für die Stimme noch besser. Premium-Platz, Alter. In 500 Metern haben Sie jetzt. Gut, kannst du mir wiedergeben. Danke. Wir machen uns ans Werk, den Wahnsinn auf die Speicherkarte zu bannen. Ich stehe hier vor der mächtigsten Superzelle und der giftigsten Wolkenfront, die ich je beobachten konnte. Der Zeitraffer zeigt die üble Meso, wie sie genau auf unseren Standort heranrauscht. Und auch noch extremeren Ausschirren. Jetzt sogar aus West. Zur Erinnerung, Hauptströmung kommt aus Südost. Mit atemberaubendem Tempo ballert die Wolkenfront heran. Dahinter bricht die Dunkelheit herein. Darin lässt sich eine mächtige Wolkenabsenkung erkennen, welche das Zentrum der Superzelle markiert. Hier wird gleich die Wetterhölle losbrechen. Zumindest wirkt es so. Was wirklich aus der Zelle kam, darüber habe ich leider keine Meldungen. Okay, gehen wir. Machen wir's. Wir reizen unseren Standort bis zur letzten Sekunde voll aus. Ich setze einmal zurück und dann geht es mit hohem Tempo ab zur Autobahn. Die Böenfront ist schon über uns. Mit den Teil wollen wir uns echt nicht verscherzen. Auf der Schnellstraße merkt man, wie das Adrenalin langsam einem Glücksgefühl weicht. Das war gerade Storm Chasing am Limit. Ohne die Autostrade hätten wir keine Möglichkeit mehr gehabt, vorne dran zu bleiben. So schlüpfen wir wieder aus der Finsternis heraus. Über uns zeichnet sich die laminare Formation der Chefcloud ab. Darunter die runde Aufwindbasis der Superzelle. Darunter schaut es nach einem mächtigen Bärenkäfig aus. Wenn da ein Tornado ist, ist dieser nur schwer oder gar nicht zu sehen. Am Eisschirm sehen wir wieder ausgeprägte Mamaten. So wünscht man sich das als Sturmjäger. Auslöse auf einer Front und in der Warmluftzone keine störenden Entwicklungen. Aber die hätte das Monster einfach assimiliert. Wir halten nochmal. Dann wird uns klar, dass sich das Viech abschwächt. Macht aber nichts, weil dann die Chefcloud erst richtig ästhetisch wird. Jetzt ist erstmal Zeit runterzukommen und nochmal den schönen Anblick zu genießen. Wir können es gar nicht fassen, an was wir da gerade dran waren. Einfach so geil. Mittlerweile ist es dunkel geworden und unser Unwetter schmächt sich zumindest an unseren Standort ab. Aber sein Coldpool und der von benachbarten Zellen laufen nach Norden. Das bildet ein Bow-Echo, was über Pommern zu einem abnormalen Gewittersturm führt. Böen um die 200 km/h walzen ganze Wälder platt. Man kann jetzt schon von einem historischen Ereignis sprechen, bei der leider auch einige Menschen ihr Leben lassen mussten. Ich hoffe, die faszinierende Seite dieses extremen Schwergewitters kommt gut rüber. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Servus, der Tobi! Falls ihr noch mehr sehen wollt, links gibt es alle Sturmjagd-Videos von 2017, rechts könnt ihr mich abonnieren. Dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn ich wieder neuen geilen Scheiß hochlade.